Auf dem Flohmarkt war nichts los. Ich fahre da immer hin und versuche Schnäppchen zu machen, Dinge zu finden für meine Sammlung. Und ja, ich war da, wenig los, gucke und im Augenwinkel sehe ich einen Typ und eine Dame, ja, an einem Stand sitzen und bemerke, oh, viel Star Wars, also wirklich alles dabei. Da hatten wir eine Brotdose, wir hatten Bettwäsche, wir hatten Hefte, Stifte, Sticker, Trading Cards und auch Spielzeug, also höchstwahrscheinlich jemand, der das mal gesammelt hat, der sich dafür interessiert hat und es jetzt abgibt. Ja, und weil nicht viel los war, das ist dann oft so, habe ich mir gedacht, du, ganz ehrlich, ich schlag hier zu, weil irgendwas muss ich mitnehmen. Ja, so ist es manchmal. Und dementsprechend zeige ich euch heute meine Ausbeute von diesem Tag. Leider kann ich nicht so ganz genau sagen, was ich bezahlt habe. Ich habe gebundelt. Ja, also zum Schluss habe ich dann doch viel mehr genommen, als ich eigentlich wollte. Aber ja, ich hatte Bock und dementsprechend starten wir rein mit einer Hasbro-Figur. Es ist Han Solo. Star Wars A New Hope. Ich muss sagen, ich habe gestern ein kleines Ärgernis gehabt. Und zwar auf Instagram, vielleicht folgt ihr mir, dort heiße ich Dean Tramp, habe ich gepostet, dass ich die Clone Wars Serie nicht so nice finde. Ey, und das gab Ärger, meine lieben Freunde. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Hätte ich vielleicht nicht öffentlich posten sollen, weil ich habe gemerkt, ey, viele Leute lieben die einfach. Hier Han Solo, einen Charakter, den ich sehr cool finde. Ne? Also es gab auch an diesem Stand viele Charaktere bzw. viele Figuren des Star Wars Universums. Beziehungsweise mit Figur meine ich nicht die Figur an sich, sondern den Charakter, ja, der eine Rolle spielt im Franchise bzw. im Universum. Und ja, ich habe mich da nur für ein paar entschieden. Dementsprechend muss man sich da natürlich auch am Riemen reißen. Dann geht es weiter mit einer ähnlichen Figur. Es ist Luke Skywalker mit Schwert hier an der Seite. Dazu muss ich sagen, dass ich diesen Luke hier sehr cool finde, in schwarz gekleidet. Das ist mein Lieblings-Luke sozusagen. Entweder dieser oder der Luke, der gerade sein Training auf Dagobah macht, ja, mit Yoda. Hier Luke Skywalker in Return of the Jedi. Cooler Film, finde ich. Jupp. Diese Hasbro-Figuren kommen nicht an die alten Figuren ran, in meinen Augen. Ja? Aber trotzdem, so eine OVP, ganz nice. Und ob ich alle behalte, weiß ich noch nicht. Ein paar gebe ich definitiv auch ab, aber da bin ich mir noch nicht im Klaren, welche das sein sollen. Darth Maul, absolutes Highlight. Richtig cool in Originalverpackung. Und ich muss sagen, die Originalverpackung gefällt mir hier auch. Ja, hier ist nochmal R an der Seite. Hier nochmal Text. Und da kann man da reingucken. Im Hintergrund rot auch, wie bei dem Rest. Darth Maul, The Phantom Menace. Also Episode 1, in dem Sinne die dunkle Bedrohung. Nice. Machen wir weiter mit noch einem Luke. Auch Hasbro, Luke Skywalker, Disney Star Wars. Und ja, ich bin zum zweiten Mal zum Stand. Ja, also ich habe einmal was gekauft und dann Richtung Auto und habe mir dann gedacht, ey, ganz ehrlich, irgendwie hätte ich vielleicht doch noch mehr mitnehmen sollen, weil der Mann hat auch gut mit sich reden lassen. Ne? Er wollte zuerst höhere Preise, dann haben wir ein bisschen gequatscht. Beispielsweise wollte er für ihn hier 10 Euro haben, das war mir dann zu viel am Anfang. Und ja, als ich dann zum Schluss bzw. beim ersten Deal gemerkt habe, ey, komm, der will die Sachen loswerden und freut sich, dass ich sie kaufe. Dementsprechend ist er da gut mit dem Preis entgegengekommen. Und ja, ich bin Richtung Auto und habe mir dann überlegt, meine Frau angeguckt und meinte, ey, soll ich nochmal hin und noch ein paar Sachen holen? Ja, vielleicht kriegen wir die noch günstig. Und es hat geklappt und dementsprechend habe ich hier, glaube ich, pro Figur dann zum Schluss 4 Euro oder so bezahlt, ja. Und das war es mir wert für diesen Luke hier. Geile Optik, geile Verpackung. Ob die Figur jetzt so geil ist, keine Ahnung. Ich will nicht sagen, dass sie relativ neu ist, aber ja, 2019 ist jetzt nicht unbedingt das Feld, was ich so suche. Aber ja, schreibt mir gerne eure Meinung auch zu den Figuren in die Kommentare. Den hier finde ich zum Beispiel von der Verarbeitung her. Ja, der Mandalorianer. Cooler Charakter. An sich mag ich den. Ich mag auch eigentlich die Serie. Vor allem die erste Staffel war sehr nice. Richtig, richtig cool. Hat mich gecatcht. Ich mag ihn. Ich mag seine Attitude. Ich mag auch Grogu dann mit ihm und so weiter und so fort. Dementsprechend hier auch mitgenommen. Auch im zweiten Deal dabei gewesen. Aber die Verarbeitung
ist eine Figur in Originalverpackung. Dementsprechend dachte ich, ey, warum denn nicht? Und bevor wir zu meinen Highlights kommen, zeige ich euch noch diese Figur hier. Es müsste der Großinquisitor sein, ne? Und der kann hier sein Schwert drehen. Das ist, glaube ich, ein Wecker, denn wir haben hier einen Snooze-Button. Der funktioniert auch, ich habe es ausprobiert. Ist jetzt aber auch ein Gegenstand, den ich so nicht behalten werde. Bei dem hier dachte ich mir, ey komm, bundelst du dem dazu, weil er vielleicht teuer ist in dem Sinne, dass ich dann so ein bisschen Geld raushole. 2015 ist er, Spin Master steht hier jetzt drauf, ja, keine Ahnung, ist nix. Also in den, ich sag mal, Vergleichen ein Fehlkauf, aber das passiert eben mal, gar kein Problem. Jetzt weiß ich's und bin beim nächsten Mal schlauer. Okay, dann geht's weiter mit Ymir. Es ist ein Darth Vader, auch in Originalverpackung. Die Verpackung an sich gefällt mir nicht so gut. Ja, also gelb, weiß ich nicht. Muss auch immer nicht weiß sein in meinen Augen. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Ich finde, das Packaging passt hier nicht zur Figur. Revenge of the Sith, auch geil. Hasbro hat das Ding hier gemacht, 2017. Ich finde aber... So Vader-Figuren, Bösewichte-Figuren, also ob das Kylo Ren, Darth Maul oder dann auch Palpatine ist, gefällt mir. Dementsprechend ja, habe ich den Vader auch mitgenommen. Und ich meine, im Schnitt 4 Euro für eine Figur, das passt hier. Ne? Einer meiner Lieblinge, Kylo Ren. Ich mag ihn im Film, ich mag den Schauspieler, ich mag seine, naja, Vorgehensweise in der... Ich will jetzt nicht sagen Serie, das klingt falsch, weil es ist ja eigentlich auch ein Film und so. Aber zumindest da, wo ich ihn gesehen habe. Ich mag es, wie er sich halt gibt, ja, im Franchise. Habe auch Bock, da noch einen Comic zu lesen. Da gibt es Comics. Hier sein Schwert, welches ja auch einzigartig ist. Es ist ein bisschen blechernd, sagen wir es mal so. Hier ist sein Helm schon kaputt, der wurde dann geflickt und so weiter und so fort. Ja, Kylo Ren hier in einer relativ eintönigen Verkleidung. Da gibt es definitiv coolere Verkleidungen mit seinem Cape und so. Aber ja, passt hier eben, wie er seinen neuen Helm hat und sein Knöcherschwert, so nenne ich es mal. Ja. Hat das einen bestimmten Namen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Es ist ja ein bisschen anders als die Schwerter der anderen Jedi. Vader. Das Coole hierbei ist, dass das ein Vader ist aus der gleichen Reihe. Ne? Also die kann man sich dann schön zusammen hinstellen. Das werde ich auch machen. Hier mit dem Rot im Hintergrund, auch cool. Passt mir besser als dann das Weiß da, beziehungsweise Weiß mit Gelb. Wir haben auch einen Plastikumhang hier, beziehungsweise ich merke gerade, nein, hier ist ein Stoffumhang hinter. Hätte ich mir hier bei dieser Figur auch gewünscht. Ich mag halt gerne die vermummten Charaktere und die Stoffapplikationen bei Figuren gefallen mir auch. Vor allem bei ganz alten Figuren sind die Stoffteile richtig, richtig nice. Ja, ein Vader. Gleiche Reihe, Hasbro, Disney. Müsste ja auch ungefähr diese Zeit sein. War auch ein etwas jüngerer Kerl. Dementsprechend, ja, das passt hier. Und gehen wir mal in die große Cam. Den habe ich auch noch mitgenommen. Der war kaputt. Es ist ein wirklich großer Darth Vader und der gefällt mir. Hier der Stoffumhang, hier noch ein zweiter hinter. Fühlt sich auch richtig hochwertig an. Hier Gummi, beziehungsweise, nee, das ist Plastik. Das Laserschwert war gebrochen. Das habe ich jetzt geklebt. Hält auch super. Sekundenkleber regelt. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch eine, ich sag mal, ja, Animation hat oder eine Farbe hat. Ich glaube schon. Oder? Auch nicht. Auch ohne gefällt er mir sehr gut. Nur das Schwert sollte doch eigentlich rot sein, ne? Ist da nicht eine Lampe drin oder so? Naja, ich werde es mal herausfinden. Dafür wollte er erst, glaube ich, 20 Euro haben oder so. Ist wirklich länger her. Tut mir leid, wenn ich mich da ein bisschen vertue. Das Hauptvideo seht ihr dazu auch auf DeanTramp jetzt demnächst auf meinem Hauptkanal. Ja, habe das Ding dann mitgenommen, weil ich gesagt habe, ey, pass auf, das Schwert ist kaputt. Also es war hier unten gebrochen, vielleicht sieht man es noch. Ich werde es zu Hause kleben und mir ihn einfach nur hinstellen in einer coolen Beleuchtung. Und dann hat der Mensch gesagt, ja... Warum nicht? Ich glaube, ich habe dann die Hälfte bezahlt oder so. Ja, mitgebundelt. Und wenn man die Sachen bundelt, kriegt man natürlich alles etwas günstiger. Bundeln bedeutet, viele Produkte zusammenlegen. Und wie schon gesagt am Anfang, es waren halt noch Merchandise-Artikel wie Kissen, Bücher, Stifte,
Meine Frau hat einen Darth Vader Lip Balm noch mit dazugelegt. Trading Card Sticker und so weiter und so fort. Ja. Das war die Spielzeugausbeute von diesem Stand. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Letzten Endes kann ich sagen, dass ich eigentlich lieber alte Figuren bzw. alte Spielzeuge sammle. Bezieht sich hier nicht auf Star Wars, sondern im Generellen. Aber wenn ich dann neue Sachen finde, wo ich den Charakter mag, beziehungsweise die dann noch in Originalverpackung sind und der Preis stimmt, nehme ich die natürlich auch ganz gerne mit. Ich handle ja auch mit sowas und dann ist das ein Kreislauf, ja. Meine Lieben, Ohren steif halten und möge die Macht mit euch sein. Macht es gut und ciao, ciao.